Mein Name ist Susanne Melchior. Ich betreibe hier in Bad Liebenwerda zwei Einzelhandelsgeschäfte und bin Vorstandsvorsitzende des Gewerbevereins Bad Liebenwerda. Schwierig, deprimierend und enttäuschend, so wenn man das so ausdrücken kann. Momentan fühle ich mich eigentlich so ein bisschen wie vor 2 Monaten in einer Einbahnstraße geschickt, in der wir jeden Tag ein Stückchen dem Ende der Einbahnstraße näher rücken. Und irgendwo habe ich das Gefühl, ich bin da jetzt so langsam angekommen am Ende und habe mir gedacht, wir müssen da jetzt einfach auch mal ein bisschen aufmerksam machen, weil wir 2 Monate wirklich die Füße stillgehalten haben und wir müssen jetzt langsam auch mal wieder zurück in die richtige Richtung fahren. Tja, kann man vielleicht gar nicht so in Worte fassen. Schwierige Situation. Wir bemühen uns, alles Mögliche den Kunden gerecht zu werden. Wir bemühen uns, dass wir das überstehen und überleben. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, wird alles so ein bisschen knapp und eng. Und man macht sich natürlich jeden Tag Gedanken. Nachts mittlerweile ist es auch schon so, dass man so ein bisschen schlaflose Nächte hat und es drückt so aufs Gemüt. Ne? Wir haben uns da auch angeschlossen. Das haben wir mit meinem Kollegen, dem Ronny Weidner, entschieden, dass wir da auch der Mittelstandsinitiative uns anschließen möchten, damit wir vielleicht in der Masse doch irgendwas bewegen können und auch ein bisschen Gehör finden. Denn ich habe das Gefühl, es gibt bestimmte Branchen, die dürfen öffnen, die können öffnen. Und ich denke, es ist eigentlich nichts anderes als das, wie wir hier im Einzelhandel. Ne? Bis auf die Hilfe im Frühling. Die haben wir ja bekommen, die Soforthilfe, aber diese Überbrückungshilfe ist bis jetzt 0 Euro geflossen. Es wurde auch von meiner Seite her noch nicht beantragt, weil eigentlich der Antrag auch erst seit Mittwoch letzter Woche vorliegt und mit dem Steuerberater da bestimmte Abstimmungen noch stattfinden müssen. Aber wie gesagt, bis jetzt ist noch nichts geflossen. Beste Lösung wäre natürlich die Öffnung aller Geschäfte mit den Hygienemaßnahmen, die wir eigentlich schon hatten. Also wir haben die Kundenanzahl beschränkt auf ein Minimum. Wir haben Maskenpflicht im Geschäft. Wir haben Desinfektionsspender. Also viel mehr kann man eigentlich von unserer Seite her nicht machen. Und die Kunden, muss ich auch sagen, die haben sich da auch immer dran gehalten. Deswegen bin ich eigentlich enttäuscht, dass wir jetzt noch so lange warten sollen, bis wir öffnen dürfen. Und wenn ich höre, dass da die Gedanken spielen bis Ostern, also das finde ich eigentlich sehr schrecklich. Anfangs war es sehr, sehr ruhig im Januar. Und jetzt im Februar, muss ich sagen, sind die Kontakte, die wir jetzt meistens über WhatsApp pflegen, es wird schon lauter. Und als wir die Aktion jetzt vorgeschlagen haben, Anfang dieser Woche mit diesem Verkleben der Schaufenster, muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht, dass alle gleich gesagt haben, ja, wir machen da mit. Und ich denke, dass wir da wirklich mal ein Statement setzen, dass so eine Stadt nicht schön sein kann, wenn wirklich die Geschäfte geschlossen sind und das auch langfristig.